Hallöchen und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Dann bin ich definitiv sehr, sehr, sehr heilfroh. So, diesmal stellen wir das Ganze aber auch ein bisschen anders dahin. Das alles mal in drei Zügen fahren. Ja, ich... Aber auch der Rauch, ne, das ist jetzt so... Ich bin gerade voll perplex vor der... Also, haben wir was Gutes gemacht. Haben wir was richtig Gutes gemacht. Weil die Gülle von den Schweinen ist sehr wichtig für meine Düngerproduktion. Aufgrund wegen... Weil jetzt kannst du sogar noch aus Methan von dem... von der stinkigen Luft vom Kuhstall, als ich gehört habe, auch noch quasi deinen Miner Flüssigdünger herstellen. Also auch noch mal ein wichtiger Punkt in Sache eigener Kreislauf. Denk, sage ich ja, wenn ihr eigene Produktionsstätte habt, wo, sag mal, am Anfang gut in wir, oder wie sagt man so schön? Stefan, moin! Ja, genau. Einige Sachen sind eben noch gar nicht so richtig. Wie gesagt, ich habe mir das Video, das Vorstellungsvideo von Mario Hirschfeld angeguckt. Kann ich euch nur auch wärmstens empfehlen. Und da sind ihm halt auch ein paar Sachen halt aufgefallen. Montag früh das Tracker-Ballett hier. Tracker-Ballett mit Glas. Naja. So. Stefan, aber wie gesagt, auch an dich erstmal einen schönen guten Morgen. Ich wünsche dir einen schönen Start in diesen tollen Montag. Für mich geht nämlich auch heute die Arbeit los. Ich freue mich auch schon drauf. Aber auch alle anderen, die jetzt eingeschaltet haben, einen wunderschönen guten Morgen. Ja. Ja, wir sind nämlich gerade dabei in Richtung, also den letzten, die letzte Butter. Zu verteilen, dass wir dann nämlich dann auf Feld 26 das große Maisansehen machen können. Mal
Nachdem ich jetzt hier wieder alles umschmeiße. Okay, ja gut, das stimmt, ja. Also überall. Das stimmt schon. Ja. Weißt du, ich bin heute wenigstens mal, also wie gesagt, auch wenn ich das jetzt mit dem Reshader öfters jetzt erstmal experimentiere, bin ich doch wirklich schon froh, dass wir da was haben. Ja, muss ja totschwätzen, aber mir gefällt das wirklich. Also mir gefällt das Programm richtig gut, dass das unterstützt. Okay, Leute, ich muss jetzt mal die... Das ist ein Thema, da ich keine Ego-Perspektive heute fahren wollte, ne? Aber... Mal... Wer nicht hören will, muss halt fühlen, ne? Muss auch ein Glas checken. Weil. Wing, 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 wing. So, das soll jetzt aber reichen. Tiere, Beine, ja. 8000 Wege, jedes Mal fürs Futter. Ja, ich habe immer noch die Stelle. Dieselben. Fast dieselben. Wenn ich schon düngen. Ah, jetzt ungefähr, ja. Weichen wir mal kurz ab. Ja. Ich habe da mit der Mischration oder mit dem Mod von Mais Plus die Futtermischherstellung oder die Futtermischproduktion gab es ein paar Probleme, ein paar Rückschläge. Oh, ihr seid versorgt. Ja, das stimmt, das stimmt. Was ist denn los? Ich stehe doch draußen. Ey, hau ab, du, ey. Hub mich doch nicht moins von der Seite so schräg an. Das ist doch wohl wieder einer hier. Will's wissen. Von Schüssel? Okay. Hab ich schon mal gesehen? Stimmt, bei Pavel. Da war doch mal was gewesen, gell? Ja, ich spule halt gerne vor. Aber wir brauchen endlich dieses Mais. Ist Häcksel gut. Dass daraus richtig gut Silage wird. Oh. Endlich. Endlich. Gut.
Nicht gut. Wie macht der sie denn? Also jetzt hast du mich neugierig gemacht. Vielleicht hat er ja einen kleinen. Vielleicht hat er einen Tipp für mich. Oder du für mich einen Tipp. Voll, wunderbar. Weiß es ja nicht. Hat er da, oder sag mal so, hat er darüber ein Video gemacht? Wenn ja, dann schaue ich mir das einfach mal an oder ich google einfach mal. Okay. Warte mal. Dann schaue ich mir das auf jeden Fall heute nochmal an. Wie gesagt, also wir sind jetzt angekommen, April, wunderbar. Das heißt, wir können Mais ansehen. Wir haben soweit hier hinten alles fertig. Robot. Das heißt, wir können dann direkt noch unser auch alles ja, das passt. Ja. Das wird nämlich unser Milchviehbetrieb. Und das war eigentlich auch die Mais Plus Futtermischherstellung. Ich wollte es erst bei dem kleinen Kuhstall probieren. Und dann in den großen implementieren. Ja, also das war so der Grundgedanke. So. Hatte ich jetzt. Ja. Y. Tanken hatte ich jetzt nämlich erstmal voll. Genau. Dann tanken wir den nämlich jetzt erstmal voll und dann hoffen wir mal, dass ich den dann direkt für die Mais Plus, bah. Mann, Feld 26 und endlich Mais ansehen kann. Oh, und bis dann nämlich der ausgewachsen ist, können wir nämlich dann schon unsere. Meine TMR besteht aus Mais, Gras, Silage, Getreideschrot. Ja, genau. Ich habe noch Bierreben drin. Ein bisschen. Also zwei Säcke habe ich jeweils mit 1000 Liter. Das weiß ich. Das habe ich definitiv mit drin. Schauen wir uns mal hier hin um. Na komm, ist er voll? Ist er voll? Auf jeden Fall so anders aus, ey.
Hier anders für dann okay. Ja gut, ich habe ja den inwiefern anders für dann. Also, ich meine gut, das TMR, wenn du das jetzt gemeint hast. Ja, vielleicht müsste ich mich einfach mal nochmal mit dem Video da befassen, weil ich habe es halt geschafft, für meine Schafe die entsprechendes Gras, also das frische Gras, das mit den drei Tropfen, dann das vorgewendete und dann Heu. Beispiel bei den Schweinen brauchen wir nur eine Futtersorte, alle vier Balken zu bekommen. Okay. Ja, also da kaufe ich Deuter. Also, wie gesagt, wenn es eine Möglichkeit gibt, weiß ich nicht, ob du die vom LS15 oder LS19 denn noch kennst. Gibt ja da so eine Standard-Futtermischration. Da kippst du mit dem Ladewagen, also mit dem Radlader, hast du drei Falten, Stroh, Heu und Silage. Da draus kommt halt das Mischration. So. Und da hätte ich mir gedacht, wenn es einen Mod geben würde, oder Art von Mais Plus, du hast so eine Produktionsstelle mit allen Triggern, was Mais Plus hergibt, und du kippst es dann quasi mit dem Hänger nur noch so rein und am Ende hast du quasi so ein Tablet hinten, ne, an der Maschine, drückst da quasi drauf, was du produzieren willst. Und das muss halt vorrätig sein. So habe ich mir das eigentlich denken wollen. Oder habe ich mir gedacht, ob das so geht. Weil wie gesagt, ich weiß nicht, ob sowas in Bearbeitung ist. Aber das wäre noch so ein Punkt. Oder eine Firma, ne, nennst du Firma Stoika, die es produziert. Dass du quasi so eine Produktionsstätte quasi hast. Ich will ja eigentlich nur, ob ich die jetzt zahlen muss für die ganzen Produkte oder auch für die Produktionsstätte. Das wäre jetzt aber egal. Ja, aber wäre schön, wenn es sowas geben würde. Wie gesagt, ich bin immer noch jemand, der sich das da wünscht. Ist halt einfacher. Wenn du halt nur die Rohstoffe liefern musst, ist okay. Sparst du dir halt deine Kosten, aber alles andere, Produktionskosten etc., wie gehabt, was halt über den 22er so geht. Oh yeah. So. Und da ist unsere große. Große Saatmaschine. So, einmal aufklappen bitte. So, dann. Oh, das haben wir gar nicht. Okay. Ah, gut. Wie sagt man so schön? Da musst du halt selbst Hand anlegen. Das machen wir jetzt auch. Ah, die Randbadbeleuchtung hier mal an. Wir legen halt selbst Hand an. Habe ich die Taste auch schon wieder mit drin?